ist der Ralf noch mit einverstanden, ne? Feindberührungen im Clio. Probier doch mal für dich im Clio, das gilt natürlich für euch alle, nicht auf die nächste orange Stange gucken, sondern dahin, wo du hin willst, ne? Jetzt war gerade hier Lommel die dritte, also dritte Runde im Fokus und oben kann es losgehen im Nissan. Euch gleich nochmal ganz kurz Wasser an, also nicht erschrecken, am besten rechtes Seitenfenster mal geschlossen lassen. Ne? Tempo ein bisschen gesteigert, ne? Haben also direkt schon mal die Haftgrenze vom Reifen ausgelotet. Lass ruhig ein bisschen mehr seitlichen Abstand im Clio. Ja, wird wieder spannend, ne? Ja, dabei ist ja. Wenn es gar nicht geht, dann geht mit dem Tempo ein Tick zurück. Und Nissan, bitte sehr. Da könnt ihr jetzt schon mal schön ein bisschen rumspielen. Jo, Stuttgart ist gestartet, bestens. Genau, Scirocco, bitte sehr. Ist immer gar nicht schlecht, weißt du, dass du dann wieder so ein Reset machst? Tempo ein bisschen zurück, die Lenkbewegung wieder schön ruhig, passt schon. So, die Mädels an die Front, richtig. Jetzt musst du aber tapfer durchhalten im Fokus, ne? Kennst du den Unterschied zwischen umfahren oder umfahren? Ich bevorzuge die zweite Version, ne? Lasst mal ein bisschen Respekt, Abstand seitlich zu den Gummistangen und dann probiert mal. Ja, dann kommt er wieder. Pizzabäcker, Tellerwäscher. Man kann das Vorleben genau nach... Ja, siehst du im Clio, also im Moment hast du mal weniger Feindberührung, ne? Sofort Köln dreht hier hemmungslos die zweite Runde. Und oben kann es schon losgehen im Nissan, ne? Ich sage euch schon, wann wir uns treffen. Warten wir ruhig noch ein paar Runden, mal so zum morgendlichen aktiven Erwachen. Kann natürlich auch sein, dass der Pilot war, ne? Immer eine Hand am Knüppel, da könnt ihr was abfallen auf der rechten Seite. Gerade mal der Fokus deutlich signalisiert, ne? Korrekt. Jetzt startet unser Mercedes. Und bitte auf, Clio ist ja wieder am Start. Seid doch mal gerade so lieb. Rollt mit den Autos einfach runter, parkt unten am Skoda, dass wir uns da einfach mal treffen. Bewaffnet euch mit einer Jacke. Funkgeräte können ruhig im Auto liegen lassen, dass man gerade mal besitzen und lenken.